Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Im vertrauenswürdigsten Zoo im ganzen Planeten. Der Zooplanet. Planet des Zoos. Simba, willkommen in meinem Zoo. Hallo. Willkommen, Simba. Forschung. Die ganze Zeit ist Forschung nur am Blinken hier bei mir. Ah, Transportfahrgeschäfte. Aktiv. Komm. Chambropri Bambrilla. Komm, eigentlich. Aktive Krankheit. Oh, das ist nicht gut. Oder aktive Krankheitsforschung, ist die Frage. Ich hatte gerade Probleme in meinen Flusspferdis. Und zwar zu wenig Platz und zu wenig Rückzugsorte, was irgendwie Blödsinn ist. Weil ich habe jetzt hier noch was hier gebaut. Oh, guck mal da, wie klein ist. Ist das süß. Noch einen gebaut. Hier mit so Verglasung. Aber es ist denen irgendwie immer noch nicht genug. Und, oh doch, jetzt sieht's gut aus. Komisch, guck mal, jetzt ist alles grün. Ich mach die Kamera an und schon ist alles grün. Hier, aber nur mit dem Rückzugsort ist noch ein bisschen blöd. Zu wenig Platz, hieß es eben, ja. Mein Gehege wäre zu klein. Ich vermute, weil, den stört das auch, dass zu viele Pflanzen da sind, aber... Guck mal, wie schön das ist. Die würden sich jedoch wohlfühlen. Deswegen finde ich das Banane. Die gehen auch gar nicht hier hinten, oder gar... Okay, ich nehme mal zurück, die gehen noch dahin. Aber hier gehen sie nicht hin. Aus irgendeinem Grund... Und hier ist doch der Kegel, den haben sie noch gar nicht benutzt. Beschäftigung 0. Naja, ich habe direkt jetzt auch Probleme bekommen mit unserem Vivarium, was wir gebaut haben. Seht euch das mal an, ist das nicht toll? Aber es ist purer Hackmack. Ja, also es ist übel. Ich überlege, ob ich in die Vivarium was reinpacke, was lange lebt und sich nur sehr langsam fortpflanzt. Weil Plants 2 hat ein Problem. Und das sollte in der Beta eigentlich behoben werden. Das Spiel läuft zu schnell. 20 Minuten sind im Spiel ein Jahr. Glaube ich. Oder noch mehr. Und wir haben jetzt bei uns im Zoo viel zu viele Käfer. Ja, hier, guck mal. Alles voll. Wie gesagt, wäre es nicht viel cooler, wenn die Tiere viel langsamer altern würden? Weil da könnte man den Namen geben und hat man halt über viele, viele Stunden weg immer den gleichen Löwen. Zum Beispiel, der heißt dann Bob. Ja. Zum Beispiel. Und dann ist man wirklich traurig, wenn er mal stirbt. Und hier ist mir so, ach, schon wieder einer tot. Schon wieder einer tot. Schon wieder einer tot. Aber, oh, hier, was ist hier los? Wie sieht es eigentlich hier aus? Müssen wir da mal freilassen? Ich wollte aussondern sagen. Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir fertig. Nicht Tierhandeln. Ich finde das Tierhandel, es klingt immer so böse. So, ich habe die Königsziege alle freigelassen. Und jetzt haben wir dann noch die zwei Nachwüchser. Ja, ich habe gehört, ich muss auch aufpassen wegen Inzucht und so, aber naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wird schon schief gehen. Unsere tollen Gene. Den Krokis geht's gut. Den Katas geht's gut. Die sind alle gestorben. Ich habe das nicht mitbekommen. Die wurden dann einfach nicht mehr gefüttert. Und hier haben wir auch schon wieder ein Problem. Hey, achso, Katas? Aber Katas sind doch da, ja, da sind sie doch. Wo sind sie denn? Hüpf, da sind sie rumhüpfen, habt ihr gesehen? Oh, guck mal. Den komischen kleinen Schwänzchen. Cool. Ja, sehr schön. Hoffen wir, dass es diesmal funktioniert und die auch gefüttert werden, was irgendwie nicht der Fall ist. Wir haben auf jeden Fall genug Tierpfleger. Diesmal haben wir keine, die irgendwie irgendwo feststecken, hoffentlich. Aber es ist alles hier. Guck mal, hier sieht man leider den Boden. Ach, Sicherheitsleute. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Müssen wir mal gucken. Komm, wir gucken mal kurz den Tierhandel. Was könnten wir denn in die Vivarien tun, was sich nicht fortpflanzt oder kaum? Und wir nehmen vielleicht nur eine Sorte. Vielleicht nur irgendwie eine Echse oder so. Irgendwas mit wirklich hohem Alter. Wir sehen das ja eigentlich, wie alt die hier werden. Pass auf, immer mal. Alter. Wir gucken mal, wie alt das älteste Tier hier wird. Das sind die hier. Gila Krustenechse. Wahrscheinlich, ja. Ich habe auch eher gedacht, dass das hier solche sind. Gila Krustenechsen. Dann ist alles voller Gila Krustenechsen oder Skorpionen. Oder Anacondas. Auch nicht schlecht. Die werden doch auch echt alt. Gelbe Anaconda. Raul. Bam. Annehmen. Ist noch eine Anaconda. Bam. Annehmen. Da haben wir eine Puffotter. Annehmen. Puffotter. Todesotter. Eine Todesotter nehmen wir auch. Dann einen grünen Leguan. Und jetzt springen wir erstmal wieder auf. Hier. So.
Oh, das wird so schief gehen. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Die werden sowas von nicht hinterherkommen. Privater Zoo. Vom Zoll beschlagnahmt. Vom Zoll beschlagnahmt? Vom Zoll beschlagnahmt. Lol. Ach, das sind meine. Die habe ich da hingetan. Bin jetzt gehandelt. Ich finde das blöd, dass man die handeln muss. Ich finde, da muss es irgendwie eine andere dritte Option geben. Immer freilassen. Ja? Dann gibt es halt null. Aber ich wäre froh, wenn man die freilassen könnte. Okay, jetzt sind wir hier durch, ja? Soll ich die Käfer noch loswerden irgendwie? Was ist denn hier los? Energie, Zufriedenheit, Bildung, Durst, Hunger. Durst, Hunger, Energie. Ist das echt das Problem? Durst, Hunger? Wir haben doch hier Durst, Hunger, Stationen. Und die Leute müssen auch nicht weit laufen, bis sie sich ausruhen können, die Mitarbeiter. Es sei denn, ich hätte das hier hinbauen müssen. Das kann ja auch sein, das hätten wir auch machen können. Aber dann sehen die das da. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Fressbuden bauen oder so. Pass auf, wir machen jetzt diese Folge mal ein Fressbuden Dingensbummens. Ein Template, würde ich sagen. Komm, wir gehen mal zu Einrichtungen. Wir nehmen mal, was nehmen wir denn mal? Haben wir irgendwas Einzelnes? Hot Dog Squad, Infozentrum. Just a Momento. Galpi Energy. Galpi Energy. Oh, das ist eine gute Idee. Galpi Energy. Das muss dann irgendwie... irgendwie hier hin. Galpi! Ist doch direkt einer da. Will aber nicht arbeiten. So, bau. Wir bauen jetzt. So, mit dem Holz. Design. Material. Holz. So, müssten wir das eigentlich haben. Guck hier, da ist das. Müsste hier irgendwo sein. Hallo? Aha. Toll, dass jetzt Nacht ist. Sehr schön. Nee. Ah, hier ist es. Bam. So, dann brauchen wir noch, Wände. Dann machen wir das, wie ich in der Beta gemacht habe. Wir machen dann so einen schönen Garten drauf. Das sieht ganz, Gott sei Dank, dem Sachen, das sieht mir sehr ähnlich. Oder exakt. Machen wir jetzt erst Holz drauf oder direkt den Mulch? Oder direkt nach Mulch suchen. Ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Es kann auch sein bei Natur. Mulch. Okay, Mulch. Groß. Tamishiduji, da hast du wieder. So, Natur. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Pflanzen. Nein, nichts mit MU. So, aber irgendwas Kleines. Ja. Sowas wie ein, so einen kleinen Affenbrotbaum. So. Wunderschön. Sieht doch gut aus, oder? Ich finde, nein, natürlich nicht. Aber es hat doch irgendwas. Jetzt bräuchten wir so große Wurzeln. Oh, ach ja. Ist leider dunkel. Ist sehr blöd. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen laufen. Jetzt wird es ein bisschen heller. Hm? Flandahuta. So ein kleiner Baum wäre echt toll. Habe ich jetzt im Ernst die Dinger da drumherum gemacht? Das gibt's doch nicht. Das habt ihr nicht gesehen. Ich bin der Profi. So, Bau. Dann nochmal. Da, Wand. So.
machen wir die da dran. Das reicht noch nicht. Noch nicht. Wir brauchen Efeu noch. Ist das zu viel? Justo momento. Gaupi! Okay, das kommt weg. Pass auf. Bam. Wir müssen ja die Koppe bearbeiten. Und jetzt nehmen wir noch eine Einrichtung. Und da kommt hin. Justo momento. Info zum Hot Squad. Cosmic Cow Ice Cream. Chief Beef. Milkshakes. Mein Gott. Water Pip Shop Smoothies. Pip Shop Juice. Pizza Pen. Missy Good. Maxcellente. Monsignor Fritz. Looney Balloons, das kennen wir schon. Street Fox Coffee. Ach so, das sind die Energy-Sachen. Dann machen wir hier... Was auch mal das sein mag. Wahrscheinlich irgendwas Mexikanisches. Komm, dann machen wir das weg, damit es nicht zugleich aussieht. Oder machen wir es... Ist egal, lass mir so. Ja, Bildung, das hier scheint nicht genug zu sein. Die kommen hier rein und sind direkt gebildet auf dem neuesten Stand. Obwohl, die gehen hier vielleicht auch essen. Das kann auch sein. Wie geht's denn meinen Tieren? Hyänen, Kakas, alles gut. Eigentlich brauchen wir jetzt Grizzlybären. Weil das ist das Community-Event. So, wir machen noch einen Kaffee. Wir brauchen noch eine Kaffeebude. Der Infostand bleibt hier, oder? Ich meine, der ist ja ganz nett. Wir können hier noch mehr Buden dran machen. Pass auf. Es ist eigentlich blöd. Eigentlich müssen wir die hier drehen. Dann müssen wir sowas Ähnliches bauen wie da unten. Mit Toilette. Ein bisschen mehr Platz, so. Bionte! Excellente! Bionte! Bioscorte! It's a good. Oh, Geldautomaten habe ich noch gar nicht gebaut, lol! Da sind auch keine Geldautomaten bei, ne? Oh, krass, Geldautomaten, lol. Die kommen hier rein und wollen direkt Geld holen, das ist ganz wichtig. Oh, guck mal da, Schatz, doch ein Geldautomat. Oh, sehr gut. So, dann drei wichtige Geldautomaten. Oh, da kommt wieder einer rein. Hinkel, du hier. Der Hinkel hat gemacht. Wolf Rides. Willkommen, Hinkel. Cosmic Cow Milkshakes. Cosmic Cow Ice Cream. So, machen wir hier was Leckeres. Ne, machen wir erstmal, zack. Editieren. Dann müssen wir zur Einrichtung gehen. Ich habe auch noch keinen Hats Fantastic. Ich habe noch keinen Hats Fantastic. Ich habe noch keinen Hats Fantastic. Der muss jetzt da rein. Das ist das Problem, dass wir das jetzt nicht... Ah. Hats Fantastic. Hats Fantastic! Pip Shot Juice. Also wir haben... Mexikanisches... Ah, hier ist Essen. Da ist Galpi Energy. Und dann brauchen wir hier noch ein Ice Cream, würde ich sagen. Oder Pip Shot Water. Aber die sollen Energy trinken lieber. Pizza Pen. Nee. Looney Balloons, Maxcellente, Missy Good, Monsignor Fritten. Auch Fritten. Fritten brauchen wir auch. Oder Durst. Ich meine. Ich weiß ja nicht. Ja.
zu Eingang, Toiletten. Essen haben wir. Komm, machen wir da Ice Cream rein. Wir haben nämlich noch gar keinen Ice Cream Laden, so. Mystic Cow! So, Wege. Das müsste gehen. Hallo, das Winkel. Winkel, Hinkel. Boah, jetzt sitzen die da alle. Leute, ihr dürft nicht mehr auf der Bank sitzen. Die auch noch weg. Man, haben die denn nur Telefone? It's fantastic. Ist wie bei Outer Worlds mit den Verkaufstomaten. Ben Hello Sonati Banani. Und Nutita Tati Neniti Tata. Tanulas. Der tollste Mülleimer der Welt. Der Neueimer von der neuen Welt. So. Jetzt brauchen wir auch noch ein Klo. Das habe ich voll vergessen. Toilet. Where's the toilet? Ach, ist das cool. Neue Welttoilette. Lol. Aber die waren doch so schon ganz nett. Guck. Einfach schlicht und impulsiv. So, da sind Toiletten. So, dann brauchen wir hier noch Toiletten. Eine kleine. Okay, so. Ich habe Efeu vergessen. Schande über mich. Was fällt mir bloß ein? Jetzt müssen wir wieder an Oberfläche. Oberfläche. Aha! So, wir können auch das hier machen. Okay, das haben wir. Wir müssten eigentlich mal Laternen machen. Oh, Papa Poet, kenne ich nicht. Hallo, Papa Poet. So, Toiletten sind vielleicht. Eigentlich wollte ich noch Efeu an den anderen Läden. Eigentlich ist das zu nah an dem Shop, aber wir brauchen unbedingt Kaffee und so. Warte, was müssen wir hier noch anderen Sand hinmachen? Der andere Sand. Grober Sand. So, dann brauchen wir eigentlich das gleiche wie hier. Ich könnte aber hier noch ein... Jetzt haben wir Energy ist ja eigentlich hier, aber ich bräuchte hier oben noch irgendwo Kaffee. Oder wir müssen hier noch was hinmachen.
Komm, ich hol mal nochmal so einen Laden. So, und zwar kommt dann hier Kaffee hin. Wir machen es aber ein bisschen größer, würde ich sagen. Also wir machen hier so. tut mir leid. Ich mache mich so ein Kleinkind. Aber so bin ich ja. So, also, wir brauchen Gulpy Energy, Gulpy Slush, Gulpy Soda, Smoothies, Water, Street Fox Coffee. So, wir machen jetzt hier, wir brauchen ja von beidem irgendwas. Street Fox Coffee. So, Fox Coffee. So, und dann brauchen wir, warum er immer wieder rüber geht. Ich muss auch die Schilder oben dran machen. Smoothies, Gulpy Soda, Gulpy Slush, Gulpy Energy. Smoothies, Water, Street Fox Coffee, Cosmic Show. Hier, Milkshakes. Schön viel Zucker für die Kinder. Dann brauchen wir hier noch ein Dingens. Ah, das kommt danach. So, dann brauchen wir Imbiss und dann kommt hier hin Miss Good. Was auch immer Miss Good macht. Oder Pizza Pan, noch besser. Ja, das Gruppendings auch schon gegangen. Pizza Pen! Pizza Pen! Okay. Pizza. Fertig. Dann müssen wir das aufmachen. Das ist, Kao. Cosmic Kao. Ne, Cosmic Milkshakes. So, und das hier ist der, Pizza Spaghetti Mandolino. Pizza. Nein, halt, warte, das ist Kaffee. Kaffee. Ja, yeah, da stehen die ganzen Eltern drauf, die ganzen Hipster-Eltern. Boah, scheiße, wieder Kindergeburtstag. Erstmal Kaffee trinken, ey. Drecksplagen. Also, ich würde mich freuen über den Zoo. Geht alles. Wunderbar. Gelände. Wir wollen aber noch ein Klo. So, ist alles okay bei den Tieren? Warum laufen die hier rum? Okay, jetzt Einrichtung. Und zwar Klos. So, jetzt müssen wir eigentlich... Eigentlich wollte ich hier ein größeres Dingsbumschen machen. So, das reicht ja auch. Einrichtungen. Geld, dann brauchen wir Bänke. Und zwar würde ich gerne... Was ist noch was anderes hier? Oh, cool, wie es aussieht. Geil, ich muss noch neue Leute einstellen dafür. Und von hier aus dahin zu kommen, ist bestimmt auch nicht leicht. Was geht? Wenn sie zur Arbeit laufen, geht das alles. Ich habe bestimmt genug Angestellte dafür. Oh, ich mache miese. Ja, ich habe, guck mal, ich habe genug Ladenmitarbeiter. Die wissen alle nicht, was sie machen sollen. Okay, jetzt brauchen wir diese Steine. Das waren die Helden, ne? Natur.
Nicht EF. Es war... Es waren die dickeren. Kleiner hässlicher. Holt euch Kaffee. Holt euch den wunderschönen Kaffee. Los, kippt ihn runter und werdet wieder agil. So, das war jetzt, als dann hatten wir diese, ich kann immer was anderes dahin machen, ist doch egal, oder? Das waren diese typischen mexikanischen... Komischen, hässlichen Sträucher, Büsche, Mini-Bäumchen, Schrägstrich. Ich hab's vergessen. Komm, die müssen wir auch da hinsetzen. Die waren cool. Das sind... Puja. Was ist das denn hier? Puja. Alter. Wir bleiben mal lieber bei denen, ne? Genau, holt euch das Geld. Kommt... Wahrscheinlich denen ihre Blüten, ne? Krass. Mal nicht Brennnesseln. Wer hätte das gedacht? Okay. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Efeu. 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 Das gehört. Huh, was war das denn? Ist meine Aufnahme ausgegangen? Ich hoffe nicht. Ist noch alles da. Okay. Oh, so, jetzt haben wir mal ein bisschen für mehr Essen und Trinken gesorgt. Es fehlt eigentlich noch ein bisschen was hier. Hier ist eigentlich Overflow. Es fehlt noch was hier hinten, damit die Leute auch da hingehen. Vielleicht nochmal Energy Drink, Kaffee und Fritten und noch irgendwas. Und hier und da. Obwohl das eigentlich schon ganz gut ist hier. Ich meine, die Leute verdursten ja wohl nicht, wenn sie da unten einmal rumlaufen. Jetzt müsste ich eigentlich hier noch ein Gehege bauen. Oder wir bauen mal diesen Zug. Aber vielleicht wäre das eigentlich schon viel zu klein, den jetzt zu bauen. Wäre zu früh, aber wäre cool. Darum geht's ja eigentlich. Aber immerhin gehen sie jetzt einmal rum. So ein bisschen. Also wir haben noch gar keine Geldgeschäfte gemacht. Das ist schon ziemlich hohl. Aber na gut, Leute, das war's jetzt mal von mir. Von Planet Zoo. Guck mal, wie die hier alle sitzen. Oh, ist das cool. Wo sind denn die anderen alle? Forschung schon wieder. Fahrgeschäfte. Haben wir sonst noch irgendwas? Fertig. Ja, hier. Sonst ist das alles nicht so wichtig. Das ist fertig. Wie gesagt, scheint, dass Strom und Wasser nicht irgendwie noch besser gehen. Ich habe alles erforscht. Gästezufriedenheit. Guck mal, dass die nicht zufrieden sind. Ist lächerlich. Bildung. Also, wir müssen noch mehr von diesen Dingern bauen. Von den wichtigen Aufklärungstafeln. Entschuldigung. Einfach irgendwo überall hinsetzen. Sieht ja ganz cool aus. Hier gehen sie gar nicht so oft hin, ne? Na gut, Leute, wir machen hier Schluss und dann gucken wir mal, was wir uns nächste Folge einfallen lassen.
um, anscheinend haben alle noch Tier, Essen, oder? Was wir als nächstes bauen? Mal schauen. Also, Grizzly-Event läuft gerade. Wir machen Geld minus. Ich muss jetzt auch mal gucken, dass wir ein paar Arbeiter entlassen. Weil wir haben einfach zu viele. Zu viel. Viel zu viele. Eigentlich müssten wir jeder Laden einen gut ausgebildeten. Und dann arbeiten die sowieso lang genug eigentlich. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein.